In Köln ist an diesem Wochenende wieder einmal die Hölle los. Hunderttausende Gaming-Anhänger pilgern in die Domstadt. Das ist die Gamescom. Mittendrin mein Bruder und ich. So, hallo Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wo sind wir, Colin? Was machen wir? Wo gehen wir hin? Wir sind auf der Gamescom. Ja. Schnell. So, Mann. Ich schaffe das aber auch nie pünktlich, aber jetzt hat der Regisseur, glaube ich, noch nicht abgebrochen, noch nicht gesagt, hey, wo bist du, Philipp? Erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Snook on Air. Ich glaube, es ist schon, zumindest steht es hier auf meinem Zettel, die dritte Ausgabe, die wir haben hier und heute Ende August 2019. Und passend dazu ist ja immer, weißt du, Ende August, letzte Sommerferienwoche in NRW, ist ja immer die Gamescom. Und passend dazu komme ich gerade vom Zug, war nämlich in Köln und habe natürlich auch hier mein wunderbares Gamescom-T-Shirt angehabt. Hier sieht man das. Hier ist auch noch eine Gamescom-Tasse. Also die Gamescom, ein großes Thema, um das es sich heute drehen wird. Wobei ich nie vor Ort gewesen bin. Wir haben gerade das Video, den Ausschnitt gesehen, wo ich, glaube ich, schön gesagt habe, ja, Gamescom war schön und gut, ja, vielleicht bis nächstes Jahr oder so. Und das ist tatsächlich 2 Jahre her. Das letzte Mal, dass ich auf der Gamescom war, war 2017 und seitdem war ich nicht auf der Gamescom und genau darum dreht sich die komplette heutige Sendung. Nein, so ist es nicht. Es wird ein bisschen interessanter. Wir haben natürlich auch ein paar weitere Themen, die wir uns jetzt mal hier in unserer wunderbaren Themenwand angucken, unsere SM, unsere Social Media Wand, nenne ich die ja immer so schön. Nämlich, ja, genau, hier sprechen wir einmal über das Thema Gamescom, was mich an der Gamescom so stört, wie ich die Gamescom im Moment so finde und was ich davon halte. Ansonsten gibt es ein Update aus meinem Leben als zweites Thema, werde ich so ein bisschen erzählen, was ich im Moment so treibe nach meinem Abitur. Dann haben wir als drittes Thema und dazu gehen wir eigentlich nochmal zurück in die letzte Sendung, denn da haben wir ja mit Challenges begonnen, so von wegen Philipp gegen Colin, wer ist besser in was weiß ich. Da geht's in die zweite Runde heute. Gibt es eine weitere Challenge noch aus dem Urlaub. Jetzt sind wir ja zum Glück hier wieder in diesem Studio und wir haben endlich nicht mehr diese dummen Tonprobleme. Endlich haben wir hier wieder vernünftigen Ton, vernünftige Kameras und alles vernünftig ausgeleuchtet. Aber naja, so war das halt auf dem Berg. Das war echt nicht optimal, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Dann haben wir als weiteres äußerst interessantes Thema, ich meine, heute dreht sich ja alles doch so ein bisschen um Gaming, um die Gamescom. Und da haben wir als Oberthema Simulatoren, ist mein Lieblingsspiele-Genre. Und da habe ich ein bisschen was zu erzählen, ein bisschen was zu erzählen. Und zu guter Letzt sprechen wir ein bisschen über Feedback, Kommentare, mein Kanal, was geht so ab. Da gab es einen äußerst interessanten Kommentar, über den ich ein bisschen mit euch labern möchte. Aber ich würde sagen, wir fangen ganz oben an mit dem ersten Thema, nämlich der Gamescom. Gerade eben schon so schön gesagt, guck mal, ich trinke jetzt hier aus dieser Sitzsack, ist echt unbequem, wisst ihr das? Der ist so, und vor allem ist der immer so laut, wenn man sich hinsetzt. Wenn man dann einmal so richtig sitzt, dann geht es, aber dann kommt man halt auch echt nicht aus dem Sitzsack raus. Ist nicht optimal, vielleicht sollte ich hier, oder ich hätte mich in den Rennsitz setzen müssen. Aber jetzt habe ich hier wieder diesen Sitzsack, der doch irgendwie ein bisschen nervig ist. Aber okay, Thema Gamescom, Freunde. Es ist wieder soweit. Millionen Gaming-Verrückte pilgern in die Domstadt nach Köln. Gamescom, ich weiß gar nicht, wie viel zu Gamescom das mittlerweile ist. Wie gesagt, irgendwie, ja, interessiert mich das nicht mehr so, um ehrlich zu sein. Aber es ist ja Jahr für Jahr so, dass immer neue Besucherrekorde geknackt werden. Und ich weiß nicht, ob das in diesem Jahr auch so ist, aber zumindest war das letztes Jahr noch so, dass wieder ein neuer Besucherrekord aufgestellt wird. Und ich frage mich, ey, wie geht das? Das ist so voll und da sind so unendlich viele Menschen. Wie schaffen die es immer noch, dass immer noch mehr Leute kommen? Und warum kommen denn immer noch mehr Leute? Irgendwann ist das auch ausgelutscht, oder? Also, finde ich zumindest. Muss das sein, dass von Jahr zu Jahr es immer mehr Besucher gibt, die auf die Gamescom fahren? Ich meine, vielleicht liegt das ja auch daran, dass die E3 sich tatsächlich so ein bisschen, ich will nicht sagen zurückentwickelt hat, aber früher so vor, als ich mich noch für die Gamescom interessiert habe, sagen wir so 2014, 15, ja, 16 vielleicht. Weißt du, da war es so, da hatten wir die E3 in Los Angeles, im Juni findet die, glaube ich, immer statt. Die ist sowieso eigentlich immer nur für Presse und so. Aber das war noch so ein richtiges Event, auch für die Publisher, zu sagen, hier so, wir bringen jetzt das und das Spiel raus und das ist cool, das machen wir jetzt unbedingt. Und
Das präsentieren wir und das präsentieren wir E3, das größte und beste Gaming-Event des Jahres quasi. Und mittlerweile hat sich das, glaube ich, so ein bisschen dahin entwickelt, dass die Publisher nicht mehr sagen, so E3 hier, jetzt müssen wir wieder unbedingt was präsentieren. EA macht das jetzt, glaube ich, schon seit 2 oder 3 Jahren so, dass sie ihre eigene Convention, ihre eigene Messe haben, parallel zur E3 quasi. Und dass sie E3 in den Hintergrund rückt und dafür die Gamescom, die tatsächlich ist das mal was in Deutschland stattfindet und nicht in Amerika oder England oder in irgendeinem anderen Land, was normalerweise immer für so Mega-Events steht. Die Gamescom, die hat es geschafft, dass tatsächlich Publisher sagen, gut, die Gamescom, die ist jetzt wichtiger, da präsentieren wir jetzt unsere Produkte, da kommt es jetzt darauf an, dass wir sagen, wir stellen jetzt ein neues Spiel vor und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend ist das bei mir aber irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich war 3-mal auf der Gamescom. Genau, ich war 2014 war ich auf der Gamescom, 2015 war ich auf der Gamescom und genau, 2016 nicht, aber 2017 wieder. Und 2014 und 2015 war ich noch so voll, boah, cool, ey, Gamescom unbedingt hin, in da, vor allem 2014 war das ein mega Erlebnis, ey. Sich überlegen, zusammen mit einem Kumpel als zwei 14-Jährige, genau, fahren alleine nach Köln mit dem Zug und so weiter und so fort, steigen ja tatsächlich in ein ICE ein, statt in eine normale S-Bahn. Das ging deutlich schneller, aber es war, glaube ich, nicht erlaubt, aber ich meine, die Fahrkartenschaffnerin, Kontrolleurin hat nichts gesagt und dementsprechend sind wir doch legal nach Köln gekommen damals. Ist aber eine mega interessante Story, weißt du, du bist ja in Essen am Hauptbahnhof und hast keine Ahnung, in welchen Zug du steigen musst. Du weißt nur, dass du nach Köln Messe Deutz musst und dann bist du auf einmal in so einem ICE, weißt du, und dann denkst du dir, hä, wie bin ich da jetzt reingekommen? Und dieser ICE, da war, glaube ich, auf dem Weg nach München und hatte einen Zwischenstopp halt Köln-Messe-Deutz, dann erst wieder Frankfurt, dann nochmal irgendwas im Süden und dann München. Also das war so die krasseste Gamescom-Geschichte und da hat es dann auch richtig Spaß gemacht. Nur irgendwann, ich weiß nicht, ich brauche das nicht unbedingt. Also ich gehe sowieso nicht auf die Gamescom, um dort Spiele zu spielen, die ich noch nicht spielen kann, weil das Spiel erst nächstes Jahr rauskommt, sondern ich gehe auf die Gamescom, um einfach als YouTuber da zu sein und zu sagen, hey, jetzt bin ich hier auf der Gamescom, cool, ich mache ein Video und da habt das. Nein, ich bin da einfach nur so für die Atmosphäre hingegangen, weißt du, so viele Menschen und alle ein verrücktes Hobby und zwar Gaming und das ist auf jeden Fall was Besonderes und auch die ganzen Cosplayer, das ist ein mega cooles Erlebnis, aber irgendwie brauche ich dieses Erlebnis nicht mehr, zumindest im Moment. Ich habe es 3-mal erlebt und das reicht. Am Ende ist es doch jedes Jahr irgendwie dasselbe, auch wenn natürlich immer neue Spiele vorgestellt werden, nur die Spiele, die interessieren mich vielleicht auch, aber ich würde mich da jetzt nicht anstellen, um da das neueste FIFA 20, was weiß ich, zu spielen, was sowieso einen Monat später im September rauskommt. Also warum soll ich das auf der Gamescom quasi anspielen? Das macht für mich keinen Sinn. Genau, und dann hier auch noch mit dem, was habe ich mir aufgeschrieben? Genau, dieses stundenlange Anstehen halt. Weißt du, du stehst da stundenlang an, um da 5 Minuten spielen zu können und einen Monat später kommt das Spiel sowieso raus. Von daher, Gamescom muss nicht sein. Was dazu kommt ist, dass ich generell irgendwie, ich weiß nicht, ich interessiere mich immer noch für Gaming, aber nicht mehr so krass, wie ich das 2014, 15, 16 vielleicht eventuell getan habe. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich Wichtigeres zu tun, mache ich andere Dinge, die mindestens genauso viel Spaß machen und genau, deshalb werde ich mir sowieso nichts kaufen, was auf der Gamescom vorgestellt wird. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann plane ich das lange im Voraus. Also ich habe da zwar keinen richtigen Kalender, wo ich sage, so hier, Februar habe ich mir eingetragen, kommt das in das Spiel raus, Juni kommt das in das Spiel raus. Aber in meinem Kopf habe ich doch schon so einen Kalender, der sagt, gut, im weiß nicht, Juni kommt Formel 1 2019 raus, das kaufst du dir auf jeden Fall.
Im September kommt FIFA 20 raus. Das ist auch auf deiner Liste. Kaufst du auf jeden Fall. Zwischendurch, weiß nicht, jetzt 5. September kommt Omsi in München raus. Das kaufst du dir. Aber ich weiß nicht, ich lasse mich wenig inspirieren und probiere eigentlich auch relativ wenige neue Spiele aus. Vielleicht auch aus Zeitgründen. Ist halt so. Und dementsprechend ist die Gamescom für mich halt nicht mehr ganz so relevant. Hier, wunderbare Tasse. Guck mal, da war ich noch 2015. Da habe ich mir ein Ticket für die Gamescom schon zu Weihnachten gewünscht. Und dann gab es mir ein Ticket bestellt. Halt dieses wunderbare T-Shirt mit... wird hier noch besser, Freunde. Es wird hier noch besser. Hier, mit... Snook hinten drauf, also das ist mega krass, Freunde. Ein T-Shirt, was ich aber so gut wie nie anhatte. Also ich weiß nicht, ich bin so ein Typ, ich meine, es gibt viele Leute in der Stadt, in der Schule, was weiß ich, viele Teenager, die rumlaufen mit einem T-Shirt, wo Spielkind draufsteht, wo, was weiß ich, da steht dann Concrafter, Unge, was weiß ich nicht alles, die ganzen YouTuber drauf. Sowas würde ich nie machen. Ich würde nie in die Schule gehen und sagen, hier mit einem riesengroßen T-Shirt, mit einem riesen Aufdruck Spielkind. Das würde ich nicht machen. Einfach, weil die Lehrer dann sofort wissen, oh nee, das ist auch so ein Minecraft-Experte, der das spielt. Und ich weiß nicht, das würde ich nie machen. Und dementsprechend habe ich auch nie dieses Gamescom-T-Shirt angezogen, weil ich immer dachte, vielleicht wirst du als Gamer abgestempelt und das ist vielleicht nicht so gut für deine Noten. Ich weiß es nicht. Ich glaub auch nicht, dass das einen Einfluss hat, aber irgendwie, weiß nicht, das würde ich nicht machen. Da bin ich nicht der Typ für. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass ich Wichtigeres zu tun habe. Das habe ich auch irgendwie erwähnt. Denn jetzt kommen wir auf Thema 2. Ja gut, das hat ja... So gesehen hat das was mit dem Thema zu tun, was wir gerade eben hatten. Es ging nämlich ums Thema Schule und dass Lehrer vielleicht einen in die falsche Kiste abstempeln, so von wegen, wenn man mit einem Dena-T-Shirt in die Schule geht. Dieser junge Herr hier, Philipp, beginnt nun ein neues Kapitel in seinem Leben. Universität und so. Und das ist äußerst interessant, das ist was anderes als Schule. Vor allem, wenn man so lange nicht mehr im Unterricht sitzen musste, sagen wir so. Das ist ganz lustig. Also ich erzähle mal. Ich habe mich, ja, ich glaube im Juli musste man sich bewerben für die Universität, habe ich gemacht im August eingeschrieben. Also jetzt Anfang August habe ich mich eingeschrieben. Und was mache ich überhaupt? Also Philipp wird Englischlehrer. Genau. Studiere Englisch und Physik auf Lehramt, für alle, die es interessiert. Und da finden halt vor allem für Physik und so, für die ganzen naturwissenschaftlichen Fächer, finden da so Vorkurse statt. Und an diesen Vorkursen nehme ich aktuell gerade teil. Heute Morgen war ich an der Uni und habe mir da so eine Vorlesung gegeben. Also das ist zwar jetzt noch keine richtige Vorlesung. Und das Studium beginnt ja eigentlich auch erst irgendwann Mitte Oktober, glaube ich. Also bis dahin habe ich theoretisch noch Freizeit und kann machen und tun, was ich will. Aber es ist ungewohnt, wenn du... Ich meine... Den letzten offiziellen Schultag, den ich hatte, wo ich wirklich nach Stundenplan hatte und wirklich jetzt dann zur Schule kommen musste und dann erste Stunde Englisch, zweite Stunde Sport, dritte Stunde Chemie, was weiß ich, normale Fächer hatte, das war halt im April irgendwann, Anfang April. Und jetzt, 4 Monate später, hatte ich das erste Mal wieder die Situation, dass ich halt morgens irgendwo hingefahren bin, um dann Unterricht zu haben. Und dann ist dieser Unterricht halt nicht so, du kommst morgens zur Schule, siehst deine Kumpels und so und hast dann mit denen zusammen das und dann das und dann das und dann das. Sondern du kommst zur Uni hin, riesiges Gebäude. Du weißt, nicht nur ein Gebäude, riesige Gebäude, mehrere Gebäude. Du hast überhaupt keine Ahnung, wo du hin musst quasi. Ich habe jetzt zwar alles vorher schon mal angeguckt, so im Internet von wegen, ja, hier ist der Plan, so, ja, da ist Norden, da ist Süden, da ist das Gebäude, dann musst du wahrscheinlich so laufen. Aber am Ende, wenn du da mittendrin stehst,
sieht das alles komplett anders aus und du weißt gar nicht, wo du bist. Na gut, hat sich aber geklärt, kein Problem. Ich habe dann das Gebäude und den Raum gefunden, wo ich hin musste. Ich habe mir am Abend vorher noch extra, habe ich 20 Minuten gebraucht, wirklich rauszusuchen, zu welchem Raum ich musste. Weil die Raumbezeichnung, die ist ja katastrophal. Da gibt es das Gebäude S, dann gibt es den Eingang 5, dann gibt es den Flur da und dann die Etage da und dann den Raum da. Also alles total kompliziert und habe ich dann alles so schön rausgesucht und ich weiß nicht, ob ich den Zettel noch habe. Nee, das ist er nicht. Habe ich mir dann alles auf den Zettel geschrieben, um dann zu wissen, wo ich hin musste. Letztendlich musste ich aber nur den Eingang finden und dann war der Vorlesungssaal direkt vor meiner Nase quasi. Also das war dann gar nicht mal so kompliziert, aber es ist halt was komplett anderes. Du machst die Tür zu diesem Vorlesungssaal auf und das ist halt kein Klassenraum. Das ist etwas größer. Das ist ein Keller, ist ein Bunker, keine Ahnung. Irgendwie so sieht das aus und das ist eine andere Welt. Und auch das, was da vermittelt wird, der Vorkurs, den ich gemacht habe, nennt sich Mathematik in der Oberstufe oder so. Ich meine, Mathematik in der Oberstufe war leider in meinem Kurs sowieso so eine Sache. Einige Lücken auf jeden Fall, aber ich meine, gut, vieles wusste ich auch. Keine Ahnung, habe ich zumindest schon mal gehört, was in diesem Kurs da erzählt wurde. Aber das Ding ist, dass das halt eine komplett neue Sprache ist. Du kommst da rein und verstehst erstmal Bahnhof. Das ist wirklich so, als ob du... Ich habe mich so gefühlt wie damals im Französischunterricht. Du sitzt da und verstehst hier mal ein Wort, da mal ein Wort und kannst dir dann so langsam aber sicher irgendwie zurecht überlegen, das könnte die gute Frau da vorne meinen. Und das ist halt, das ist dieses, von wegen dieses, da wo unsere Mathelehrerin immer gesagt hat, ja gut, ich schreibe euch jetzt nochmal die Definition an, aber eigentlich braucht ihr das nicht, könnt ihr vergessen, verwirrt euch nur. Genau da fängt die Mathematik, die ich jetzt halt gemacht habe, ich möchte es nicht Hochschulmathematik nennen, da fange ich jetzt an. Zumal der Kurs ja Mathematik in der Oberstufe heißt. Also theoretisch muss ich alles schon mal gemacht haben, was in diesem Kurs besprochen wurde. Und wie gesagt, viele Sachen kommen mir auch bekannt vor, aber man braucht Zeit, um da reinzukommen. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass ich den Kurs mal gemacht habe. Zumindest bin ich dann im Oktober, wenn es richtig losgeht, nicht mehr so ganz überrascht. Aber ja, das ein kleines Update aus meinem Leben, was ich im Moment so erlebe. Und jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich hier sonst noch irgendwas habe. Genau, denn eigentlich ist es ja so, dass ich hier immer noch sitze und Ferien habe, da jetzt freiwillig hingegangen bin, freiwillig mir meine Freizeit versaut habe quasi. In Nordrhein-Westfalen zumindest jetzt noch bis, ich glaube, am Mittwoch geht die Schule wieder los. Genau, Mittwoch geht die Schule wieder los. Und dementsprechend haben wir noch Ferien und einige von euch sind vielleicht noch im Urlaub oder waren gerade im Urlaub. Und wir waren ja auch unterwegs und zwar in Griechenland. Und in Griechenland haben wir ja schon in der letzten Ausgabe, die wir tatsächlich live dort aufgezeichnet haben, also nicht live, die wurden nicht live ausgestrahlt, aber die haben wir dort aufgenommen, um sie dann ein paar Tage später auszustrahlen oder eine Woche, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war eine Woche, eigentlich sollten es 5 Tage sein, aber ich habe es mal wieder nicht pünktlich geschafft, die Ausgabe rauszubringen. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Die Challenge, die zweite, haben wir gemacht. Soll ich sagen, worum es ging? Oder habt ihr gesehen? Wir haben Volleyball gegeneinander gespielt. Und wer da gewonnen hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Colin, ich habe von deiner Niederlage gerade. Guckt es euch an. Bitte. Es ist nämlich Zeit für die erste Challenge, Colin. Und wenn wir uns jetzt mal umdrehen, sehen wir, hier ist ein wunderbares Volleyballfeld. Und dadurch, dass wir jetzt auch gerade 7 Uhr morgens haben, haben wir das Glück, dass hier keiner ist und dass der Sand auch vor allen Dingen noch ziemlich kalt ist und wir uns da nicht unsere Füße verbrennen. Aber ich meine, jetzt ist ja doch so ein bisschen Duell hier. Du bist mein Gegner. Also eigentlich mag ich jetzt gar nicht. Jetzt wird's ernst. Wir spielen Volleyball ganz normal, nach normalen Volleyballregeln, mehr oder weniger. Je nachdem, wie du sie beherrscht halt. Ja. Und wir spielen
bis 10 bei 5 ist Seitenwechsel. Okay. Und dann gucken wir einfach mal, wer gewinnt, oder? Also ich bin mir da ja relativ sicher, dass ich das mache, aber das werden wir sehen, ich schlag dich, komm, kriegen wir hin, oder? Los geht's. Ja. War der jetzt drin? Ich muss sagen, mal, Videoschiedsrichter nach Köln war jetzt drin. Der war ja drin. Eigentlich für der aus, aber ich habe angenommen. Heißt das schon? War drin. So, also zur Halbzeit führe ich, wie war das, 5:1 glaube ich. Das sieht relativ komfortabel aus. Jetzt zweite Halbzeit. Mal gucken. Marlene, du musst ordentlich was aufholen. Ich kann jetzt ein bisschen ausruhen, mach ich natürlich nicht. Ich gebe Gas und gewinne das Ding. Let's go. Okay. Oh, 6:3. Da bin ich zurück. Bin ich zurück. In 3, du wieder.
er war nicht. Er war. Er war. Das kann nicht sein. Ich führe 9-7. Ich habe so souverän gespielt. Jetzt steht es 9-7. Und jetzt wird es echt nochmal spannend. Ja. Geht doch. Ja. War. Habe ich geschafft. 10-7. Knapper als ich dachte, vor allem nach der ersten Halbzeit. Aber ich meine, dadurch, du auch in der zweiten Halbzeit immer Aufschlag machen. Und wenn du die dann etwas weiter gemacht hast und man da allein im Feld ist, ist das, glaube ich, echt kompliziert. Aber somit geht der erste Punkt an deinen Bruder. Philipp führt 1-0. Ja, geht doch. Sauber. Gewonnen. Und das gegen den Bruder. Bruder-Challenge. Also gewonnen. Wie war das Ergebnis jetzt? Ach man, Philipp, jetzt erzähl doch nicht so. Du hast die Challenge auch gestern Nachmittag erst geschnitten. Also 10-7 habe ich gewonnen. Kann man mal machen, oder? Aber wird von so einem großen Bruder, glaube ich, auch erwartet. Ist vielleicht auch ein bisschen unfair gewesen, zumal ich, na gut, das ist jetzt auch schon wieder 3-4 Monate her, dass ich das letzte Mal richtig Volleyball gespielt habe. Aber dass ich in der Schule halt Volleyball gespielt habe, in Sport haben wir immer Volleyball gespielt. Und deshalb bin ich da, glaube ich, ein bisschen geübter drin als der Colin und habe die Challenge dementsprechend mehr oder weniger verdient gewonnen. 10-7 ist eindeutig, vor allem das 5-1 oder was das war zur Halbzeit. Das hat mich richtig aufgeregt, dass ich diesen Vorsprung nicht mehr ins Ziel retten konnte. Ich glaube, es stand zwischenzeitlich, wie gesagt, ich weiß das jetzt nicht mehr so genau, weil ich mir das nicht so merken kann und was gewinnen und gut ist, mir ist egal wie. Und trotzdem hat es mich geärgert, dass Colin noch mal so nah rangekommen ist. Ich meine, es stand 9-6 oder so und dann kommt er nochmal auf 9-7 ran. Das muss nicht sein. Es darf nicht passieren. Und war aber auf jeden Fall ganz lustig. Vor allem war das war. Ich kann ja mal die Story drumherum erzählen. Es war so, das war am vorletzten Tag, glaube ich, am Dienstag, genau, am Mittwoch war das. Am Donnerstag ging es zurück nach Hause und das Problem war, dass diese Challenge halt noch unbedingt aufgenommen werden musste, weil das ansonsten halt nichts mehr werden würde. Das Problem ist halt, dass der Strand tagsüber mega überfüllt ist und du da keine Chance hast, an das Volleyballfeld ranzukommen. Und dementsprechend musste diese Challenge halt entweder ganz früh morgens oder ganz spät abends aufgenommen werden. Spät abends ist das Problem, dass es in Griechenland durchaus mal ein bisschen früher dunkel werden kann als in Deutschland. Heißt, um 8 Uhr ist es da, halb 9 ist es da dunkel. Und in Griechenland sind die halt immer mega lange am Strand und so. Also blieb nur noch diese einzige Möglichkeit, weil am Dienstag habe ich Colin gesagt, wir müssen das Video noch unbedingt aufnehmen. Dienstagnachmittag habe ich ihm das gesagt. Und da hatten wir also als Möglichkeit noch entweder Dienstagabend, Mittwochmorgen oder Mittwochabend. Also wir hatten nur noch 3 Möglichkeiten, das Video aufzunehmen, haben uns dann dazu entschieden, das morgens aufzunehmen. Sind dann, also ich meine, ich stehe sowieso immer früh auf. Ich bin 6.15 Uhr oder so. Ich weiß es nicht mehr, aber nach 6 irgendwann aufgestanden, hab meinen Bruder dann um 7 Uhr geweckt und dann sind wir um 7 Uhr zum Strand gelaufen und uns kamen ein paar Jogger entgegen, die ein bisschen doof geguckt hatten, weil wir da in Strandklamotten und mit dem Volleyball unterm Arm Richtung Strand liefen. Aber okay, alles schön und gut. Immerhin hatten wir den Strand für uns und ganz alleine und ihr habt es im Video gesehen, das war mega cool. Es war auch noch nicht so warm, der Sand war noch nicht heiß. Also es waren optimale Bedingungen, um dieses Spiel zu bestreiten und um das Spiel dann am Ende auch souverän, wie ich zumindest finde, zu gewinnen. Genau so. Und jetzt haben wir hier noch ein wunderbares Thema, denn es geht ja eigentlich um die Gamescom. Genau, Gamescom ist ja gerade in Köln. Millionen Kinder und Jugendliche und natürlich auch erwachsene Spielefans pilgern in die Domstadt.
Und ich habe mir für die heutige Sendung, es geht ja um die Gamescom, habe ich mir ausgedacht, dass wir uns natürlich noch ein bisschen mehr über Spiele unterhalten müssen, außer dass ich halt die Gamescom nicht mehr so ganz cool finde, aber das habe ich, glaube ich, breit und, wie sagt man, habe ich lang genug darüber erzählt, dass ich die Gamescom nicht mehr so cool finde, aber trotzdem bin ich natürlich noch Gaming interessiert, auch wenn man es meinem Let's Play-Kanal, wo ist jetzt die, das gibt's nicht, wo ist jetzt die Büroklammer hin? Ach, hier ist er. Guck mal, ich werde nämlich immer fauler, sonst, also das hier ist ja, das Ding ist ja laminiert. Und dann habe ich gedacht, so schreibe ich hier mal mit Folienstift drauf, mache ich jetzt aber nicht. Ich habe hier ausgedruckte Zettel, mache ich so, Lisa, dann nehme ich hier die Klammer und dann kann ich so machen und dann sieht das jetzt so aus, als ob ich hier, na, nicht mehr ganz, die Büroklammer sieht man doch. Es sieht so aus, als ob ich hier eine coole Moderationskarte in der Hand hätte. Am Ende sieht das aber so aus. Also nur so kleiner Insider für euch, falls es euch interessiert. Aber es ist ja generell so, dass ich mich immer noch für Spiele interessiere, auch wenn ich die Gamescom halt in diesem Jahr zumindest meide. Vielleicht nächstes Jahr Gamescom. Muss ich mal überlegen. Vielleicht, wenn ich Lust habe, mache ich das auf jeden Fall. Aber wenn wir uns hier mal so ein bisschen in diesem Studio hier umgucken, dann sehen wir hinter mir, vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, dass wir hier nicht nur Gamescom-Deko haben. Hier, schöne Tasse, oder? Warum fokussierst du nicht? Du bist sowieso falsch eingestellt, glaube ich. Sondern, dass wir hier auch einige äußerst interessante Spiele von mir haben, die ich in den letzten Jahren so gekauft habe. Was haben wir denn hier? Hier haben wir einmal Formel 1 2018, Formel 1 2017, Formel 1 2019, FIFA 18 und FIFA 19. Das sind so die Spiele, die ich seit 2017, sagen wir mal, so gekauft habe. Und wenn wir hier aber nochmal weiter gucken, dann sehen wir, dass es hier auch noch andere Spiele gibt. Und zwar Bus Simulator 2009. Bus Simulator 2012, Microsoft Train Simulator, London Underground Simulator, Flight Simulator X, City Bus Simulator München, Fernbus Simulator und natürlich Omsi. Genau, Simulatoren sind das hier alles irgendwo. Also wenn man hier die FIFA-Sachen wegnimmt, dann sind das alles irgendwo Simulatoren im weitesten Sinne und wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr meinen Let's Play-Kanal verfolgt, auch wenn da jetzt nicht mehr so viel los ist, aber ab und zu kommt da halt doch nochmal ein Video, dann wisst ihr, dass ich mich halt für Simulatoren interessiere und das eigentlich so mein Ding ist, was ich tagtäglich mache. Und dementsprechend habe ich mal eine Geschichte vorbereitet und werde euch in diesem kurzen kleinen Beitrag mal erzählen, wie es denn dazu gekommen ist, dass ich überhaupt angefangen habe, Simulatoren zu spielen. Ich dachte, das passt zum Thema Gamescom ganz gut, so ein bisschen mit Spiele. Und so lernt ihr auch mal wieder ein bisschen was über mich kennen. Früher gab es viel mehr Vlogs von mir, wo es um persönliche Sachen von mir ging. Aber irgendwie hat das nachgelassen. Und jetzt dachte ich mir, geht es um das Thema Simulatoren. Damit würde ich sagen, Film ab. Simulatoren. Seit immerhin schon 10 Jahren fasziniert mich nun dieses Spielegenre. War es zu Beginn das Bedürfnis, Bus zu fahren, so wie der Busfahrer, der mich jeden Morgen von zu Hause zur Schule fuhr, so entwickelten sich meine Interessen immer weiter. Was mit dem Bussimulator 2009 begann, fand seine Fortsetzung in Omsi, gefolgt von Philipp, dem Zugfahrer im Train Simulator. Auch als Pilot eines Airbus A320 habe ich mich probiert. Als Fernbusfahrer, LKW-Fahrer und schließlich als Rennfahrer. Simulatoren ermöglichen es mir, mit wenig Geld, zumindest meinem Auge mehr oder weniger realistisch vorzugaukeln, dass ich tatsächlich in einem Formel-1-Auto sitze und fahre. Nur doof, dass die G-Kräfte fehlen. Ich brauche keinen Führerschein, um einen Bus durch den Stadtverkehr zu lenken.
Hätte ich Höhenangst, könnte ich am PC furchtlos einen Flug simulieren. Aber Simulatoren sind ja auch nicht nur etwas für mich als Hobbybusfahrer, Pilot und Rennfahrer. Auch auf professioneller Ebene werden Simulatoren eingesetzt, um für den Ernstfall in der Realität zu dienen, zum Beispiel in Fahrschulen, der Pilotenschule oder als Formel-1-Fahrer, um sich auf das nächste Rennen vorzubereiten. Wozu also Rollenspiel oder Action-Adventure? Simulatoren erfüllen für verhältnismäßig kleines Geld große Träume. Das ist der Grund, warum alles, was vier Räder oder Flügel hat, mein Lieblingsspiel zum Zocken ist. Es macht einfach Spaß. Das war eine kleine Geschichte zum Thema Simulatoren. Meine Geschichte. Wie ich zum Simulatorenspielen kam. Äußerst interessant, oder? Damit zurück ins Studio. Ja, das war also meine kleine Geschichte zum Thema Simulatoren. Also, ich kann ja mal erzählen, wie ich auf die Idee gekommen bin für diesen Beitrag, für dieses Video. Denn die Idee hatte ich schon länger. Und wenn ihr die erste Ausgabe gesehen habt, wisst ihr, dass dieser Beitrag eigentlich auch schon in der ersten Ausgabe von Snook on Air hätte kommen sollen. Aber aufgrund technischer Probleme war das leider nicht der Fall. Und deshalb habe ich mir gedacht, passt das vielleicht auch thematisch besser in den August? Und jetzt aber, wie bin ich dazu gekommen? Es war so, England 2019, Ostern, nochmal neu. Ostern 2019 war ich in England. Und in England wohnen meine Verwandten. Und meine Verwandten wohnen in einem Ort, in dem es wiederum eine Rennstrecke gibt, Brandsatch. Und diese Rennstrecke, die habe ich dieses Jahr besucht. Und als ich auf dieser Rennstrecke, also nicht auf dieser Rennstrecke, sondern an dieser Rennstrecke war, kam mir die Idee, hey, irgendwie kombiniert sich hier gerade was. Einerseits verbringst du Stunden damit, virtuell auf dieser Rennstrecke unterwegs zu sein. In Simulatoren, Assetto Corsa, sitzt du in einem virtuellen Formelwagen an deinem Lenkrad hier in diesem Studio und fährst dann da deine Runden. Andererseits stehst du gerade hier in West Kingstown in England an dieser Rennstrecke und guckst auf diese Rennstrecke. Da kombiniert sich also das virtuelle Leben. Ich fahre um die Rennstrecke mit dem realen Leben. Ich bin jetzt hier an der Rennstrecke, nicht am Stadion. Natürlich, jetzt kann man sagen, gut, in FIFA ist das ähnlich. Also natürlich kann ich FIFA an der PlayStation zocken und bin dann im Signal Iduna Park und spiele da. Und ich kann genauso gut auch nach Dortmund fahren, Signal Iduna Park, hallo, ins Stadion gehen, hier bin ich, so. Aber es ist nochmal wieder was anderes. Das Besondere an Simulatoren, wie ich finde, ist halt, dass du die Möglichkeit hast, etwas zu simulieren in FIFA. Jetzt hole ich mir einen Controller und tue so, als ob ich FIFA spiele. Dann kann ich das nämlich besser. Bei der Bundesliga-Prognose auch. Das hat richtig Spaß gemacht, das ein bisschen zu spielen und zu kommentieren. Aber in FIFA ist es so, du hast diesen Controller hier in der Hand und steuerst dann damit deine Spieler. Du hast hier den linken Joystick und sagst so, lauf mal nach vorne, lauf mal nach rechts. Ja, lauf mal nach links, nee, zurück. Du kannst hier dribbeln, du kannst sagen, so, jetzt schieß mal, schieß mal, schieß mal. Aber wenn man das mit einem richtigen Fußballspiel vergleicht, da hast du keinen Joystick und sagst, so, jetzt vorlaufen, zurücklaufen, links laufen, rechts laufen, sondern bei einem richtigen Fußballspiel machst du alles selbst. Da rennst du halt. Da schießt du selbst. Das machst du nicht mit dem Controller, das machst du, weil du ein Mensch bist. Das machst du halt nicht automatisch, aber das machst du halt mechanisch, sag ich mal. Und beim Racing ist es halt so, oder auch beim Busfahren, oder ja, beim Busfahren, beim eigentlich alles, was vier Räder hat, da machst du es so, dass du ein Lenkrad hast. Und dieses Lenkrad kann natürlich auch
ein Porsche-Lenkrad sein und so richtig cool oder so ein Bus-Lenkrad sein und so richtig mächtig sein. Das kann aber auch einfach nur so ein Gaming-Lenkrad sein, was für die PlayStation gemacht ist. Letztendlich hat es aber die gleiche Funktion, weil, weißt du, du lenkst nach links im Spiel und lenkst in der Realität halt auch nach links. Das macht keinen großen Unterschied, außer dass es ein anderes Lenkrad ist. Aber bei FIFA ist es so, dass du halt einmal mit deinem linken Bein schießt und einmal hier Kreis drückst, um zu schießen. Das ist was komplett anderes. Und genau das ist das, was mich an Simulatoren so fasziniert, dass man die Möglichkeit hat, am Computer das zu machen, was man in der Realität auch schon immer mal machen wollte. Weißt du, ein Busführerschein ist so mega teuer und wenn man nicht gerade eine Ausbildung zum Busfahrer macht oder machen möchte, dann wird man wahrscheinlich nie ein Busfahrer werden, außer man hat das Geld über. Aber am Computer, in OMSI, im Fernbussimulator, habe ich halt die Möglichkeit, dieses Gefühl, Busfahrer zu sein, natürlich auf eine etwas andere Art und Weise, aber ja, nachvollziehen zu können. Ich habe da virtuelle Fahrgäste, mit denen ich immer sprechen kann. So, hallo Manfred, wie geht's? Nach dem Motto, wenn wir jetzt über OMSI sprechen. Was und das ist gerade das Coole. Oder auch, ja, wie in dem Beitrag schon gesagt, Piloten üben im Simulator. Und letztendlich fliegen sie dann irgendwann ein richtiges Flugzeug. Das ist einfach, das macht Spaß. Und das macht mir persönlich viel mehr Spaß, als irgendeinen Shooter zu spielen, der eigentlich nicht viel mit der Realität zu tun hat. Auch wenn man natürlich vielleicht aus der Realität flüchten möchte und einfach abschalten möchte, eine ganz andere Welt erleben möchte. Aber ich persönlich empfinde es eher so, dass ich möchte alles realistisch machen. Weißt du, ich sitze dann hier Sonntag nachmittags und spiele das Formel-1-Rennen nach, was gerade im Fernsehen lief. Nur dann halt mit meiner eigenen Formel-1-Karriere. Einfach, ja, weil es Spaß macht, weil es möglichst realistisch sein soll. Und ja, das ist so grob das, was mich an Simulatoren fasziniert. Ein äußerst interessantes Genre. Also probiert es mal aus. Es gibt so viele Simulatoren und natürlich sind auch nicht alle Simulatoren so gut. Also ich meine, es gibt einen Goat Simulator, glaube ich, und ja, Kehrmaschinen-Simulator, Gabelstapler-Simulator ist auch gut. Habe ich mal, da fahren wir zu so Berufsorientierungstagen irgendwie bei so einem Ausbildungsbetrieb und sollten dann, es ging um das Thema Logistik, wenn man Logistiker oder ich weiß nicht, wie der Fachbegriff da ist, wenn man irgendwas mit Logistik machen möchte und dann am Ende durften wir Gabelstapler-Simulator spielen. War äußerst lustig, weil dieses Spiel halt äußerst, ja, nicht ganz so toll ist. Das ist halt das Problem an Simulatoren, dass es halt doch nur so ein Nischengenre ist und dementsprechend nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Gut, hier jetzt Formel 1 oder Racing-Spiele ist nochmal wieder was anderes, aber hat ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Sind Formel 1 im Gegensatz zu OMSI, aber im Groben und Ganzen ist es ja doch ein Simulator. Und jetzt muss ich mal eben gucken, ob wir wirklich schon so weit sind, wie ich gerade denke, dass wir sind. Jetzt sind wir hier bei Thema 4. Dann muss jetzt hier, ich habe so eine Zettelwirtschaft, ey, das ist wieder so toll geplant von mir. Alles so, Mann. Ja, ich glaube, wir sind tatsächlich beim Thema. Und dazu gehen wir jetzt einmal wieder hier rüber, denn es ist, nee, muss ich jetzt hier schon rüber? Mann, das steht hier nicht. Normalerweise steht dann immer drauf, so Philipp, jetzt musst du aufstehen, jetzt musst du hier rüber gehen, denn jetzt gleich musst du hier was erklären, jetzt musst du wieder hinsetzen. Nein, das mache ich natürlich alles spontan, aus dem Ärmel geschüttelt mal eben, aus meinem nicht vorhandenen Ärmel heute. Der Ärmel ist ziemlich hoch, also passt das nicht ganz so gut. Genau, wir sind beim Thema Feedback, Ausblick, was weiß ich, eure Kommentare. Und da möchte ich mich zunächst erstmal nochmal ja, um die vorherige Ausgabe kümmern, um Ausgabe 2, genau, im Juli. Und im Juli waren wir im Urlaub und das war in Griechenland. Und in Griechenland waren wir auf einem Berg und das war suboptimal. Das
kann man echt nicht anders sagen. Ich kann dir mal erzählen, wie ich mich dabei gefühlt habe, als wir das auf dem Berg aufgenommen haben. Ich wusste von den Tonproblemen schon vorher. Ich wusste nicht, welches Mikrofon ich mitnehmen soll. Ich habe so viele verschiedene Mikrofone. Ich habe hier Ich habe hier ein Ansteckmikrofon, ich habe hier ein Shotgun-Mikrofon, ich habe noch irgendwo einen Audiorekorder. Ich habe so viele verschiedene Mikrofone, aber irgendwie kein perfektes für den Einsatzzweck, den wir jetzt hatten, nämlich auf dem Berg. Und letztendlich habe ich mich dazu entschieden, mein Ansteckmikrofon zu benutzen und das alte Ansteckmikrofon zu benutzen, was ich mir vor Jahren gekauft habe. Ist ein Ansteckmikrofon, was man eigentlich ans Handy steckt. Ne? War nur 40 Euro oder so, ziemlich schlechte Qualität. Und das hat man dann spätestens auf dem Berg gemerkt. Und ich wusste halt, dass die Tonqualität nicht gut werden sollte. Problem war halt, dass das ist alles so schnell gegangen und so spontan doch wieder die Idee mit, lass mal das auf dem Berg machen und so, sodass der Ton des Mikrofons von Colin echt nicht gut ausgepegelt war, beziehungsweise gar nicht ausgepegelt war, weil die Audiospur von Colin wurde mit seinem Handy aufgenommen und dieses Handy hatte keine Funktion, um den Pegel manuell einzustellen und man konnte auch nicht sehen, ob man übersteuert oder nicht. Ich habe das alles einen Tag vorher getestet, allerdings unter anderen Bedingungen, nämlich drin im Apartment. Und da hörte sich das Ganze in Ordnung an. Ich hatte es allerdings auch nur auf seinem Handy angehört und da dachte ich, ja gut, das scheppert ein bisschen, aber das liegt wohl an den Kopfhörern, aber an den Lautsprechern von seinem Handy. Letztendlich waren wir auf diesem Berg und auf diesem Berg, oder generell habe ich ja erzählt, auf dieser Insel ist es ziemlich windig. Ich glaube, man kann es nicht anders sagen und das war ein großes Problem, dieser Wind. Hinzu kam halt noch, dass es dort diese Zwitscher, kleinen Dinger, Insekten da, wisst ihr, die für diese hohen Töne, Achtung, jetzt blende ich hier ein, die genau für diesen Hintergrundlärm sorgen. Und genau, den Wind, den gab es ja auch noch und ich habe einen Fellwindschutz habe ich. Nur ein. Dann wollte ich improvisieren und Watte nehmen. Problem war, dass die Watte nicht gehalten hat. Dann habe ich mich spontan oben auf dem Berg dazu entschieden, statt der Watte doch einfach den normalen Popschutz zu benutzen. Ich weiß nicht, ob man den jetzt hier so gut sieht an meinem Mikrofon, aber habe ich gedacht, gut, muss reichen. Am Ende hat das nicht gereicht. Also, sorry nochmal für die Tonprobleme. Aber es waren ja nicht nur die Tonprobleme, es war ja auch das Bild, was komisch aussah. Das Bild von dieser Kamera hier, da war mein Kopf irgendwie halb abgeschnitten. Lag daran, dass ich halt kein Riesenstativ, wie ich sie hier habe, mitschleppen wollte, sondern dass ich dieses Gorilla-Pod, ich glaube, das kennt ihr, was man überall verbiegen kann, dass ich das mitgenommen habe und wir ganz provisorisch, ich weiß nicht, ob ich davon ein Foto habe, kann ich einblenden, falls ich es finde, dass ich dieses... Was ist jetzt los? Hallo, jetzt wird das Bild hier auch lustig. Alles gut? Kamera? Alles gut. Okay, kann weitergehen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Diese dumme Kamera, die hat mich gerade voll aus dem Konzept gebracht. Nein, wir mussten da so einen Turm bauen von Steinen, um dann da das Gorilla-Pod draufzustellen, um dann da eine Kamera montieren zu können. Das war ziemlich abenteuerlich und hätte jeden Augenblick runterfallen können. Deswegen war ich froh, dass die Kamera überhaupt überlebt hat. Aber ansonsten war der Bildausschnitt dieser Kamera nicht gut und die Kamera, die hatte halt, die hatte keinen Filter drauf, keinen ND-Filter drauf und war total, total überbelichtet. Da konnte ich auch im Nachhinein leider nicht mehr so viel dran ändern. Also wenn man mehr oder weniger professionell etwas aufnehmen möchte, etwas gut aufnehmen möchte, dann sollte man sich Zeit nehmen. Und Zeit ist ein Problem, wenn es so mega heiß ist und man einen kleinen Bruder hat, der immer sagt,
Philipp, so schnell, mach jetzt mal hier, dann geht das nicht. Und dementsprechend möchte ich mich hier an dieser Stelle nochmal dafür entschuldigen, dass der Ton halt eine Katastrophe war. Anders kann man es echt nicht sagen. Und auch das Bild war ich auch nicht ganz mit zufrieden. Aber dafür war es halt was Besonderes. Ansonsten hätten wir eine Ausgabe gehabt, die hier im Studio stattgefunden hätte. Und das haben wir jetzt auch schon. Und dann wäre es ja nichts Besonderes gewesen. Ich versuche aber nur das nächste Mal irgendwie so ein Snook on Holiday, Snook on Tour machen, dass wir das dann besser hinkriegen. Versprochen. Erinnert mich dran, falls das doch nichts werden sollte. Aber was habe ich noch? Genau, zweites Thema, viele Aufrufe bei der Bundesliga-Prognose. Freue ich mich drüber, auch wenn trotzdem keiner meinen Kanal dadurch abonniert hat, aber trotzdem haben einige ja auf diesen Kanal gefunden durch die Bundesliga-Prognose. Freut mich natürlich sehr, habe ich aber auch irgendwie ein bisschen mit gerechnet, zumal Bundesliga-Prognose. Und ich habe die ausnahmsweise mal pünktlich hochgeladen. Wir hatten die eine Woche vorher schon aufgenommen, sodass ich wirklich genug Zeit hatte, das zu schneiden. Dann habe ich mir sofort als Ziel gesetzt, gut, du veröffentlichst die am Mittwoch, bevor die Bundesliga wieder losgeht. Und am Mittwoch kamen die auch. Also Gratulation an mich, wenn ich das mal so sagen darf. Das habe ich ausnahmsweise mal gut hinbekommen und hat dementsprechend auch für diesen Kanal verhältnis viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 138 Aufrufe und das gab es zuletzt, keine Ahnung, bei dem Frankreich-Klassenfahrt-Video. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt so viele Aufrufe hat, aber freut mich natürlich. So, jetzt kommen wir aber zu einem Thema, was ihr bestimmt habt quasi. Hilfe, warte, jetzt muss ich mal eben hier mein Dings wieder retten. Was ist denn jetzt passiert? Come on. Ich habe nämlich ausnahmsweise mal wieder einen Kommentar bekommen. Es ist selten, dass ich Kommentare bekomme, aber jetzt war es tatsächlich mal wieder soweit. Und es ging um das Video Glaubst du an Gott? Ein Video, was ich, glaube ich, Anfang 2017 mal aufgenommen habe und in dem ich halt eine Zuschauerfrage beantwortet habe, die halt hieß, glaubst du an Gott? Ganz normal, habe ich dann in diesem Video beantwortet. Das Video kam übrigens äußerst negativ an. Ich habe mir das jetzt mal angeguckt. 6 Daumen nach oben, 8 Daumen nach unten. Also keine Ahnung, warum ihr dieses Video alle nicht mochtet. Vielleicht glaubt ihr alle an Gott und habt es deswegen gedisliked, weil ich da gesagt habe, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt. So, Ruben Schroter hat nämlich folgenden Kommentar abgegeben. Deshalb redet man ja auch nicht von Wissen, sondern von Glauben. Ein weiterer Kommentar von derselben Person. Sie gehen halt das Thema Glaube an Gott ganz falsch an, wie die meisten Menschen leider. Und der dritte Kommentar. Naja, wenn sich die Menschen nur Gott ausdenken, warum ist dann die Bibel das meistgedruckte Buch der Welt? Also, 3 Kommentare, die meine Argumentation natürlich durchaus angreifen. Deshalb habe ich mir gedacht, ja, schreibst du da jetzt eine riesenlange Antwort und eine neue Argumentation oder machst du das lieber in der neuen Ausgabe hier von Snook on Air und erzählst am Ende der Ausgabe noch ein bisschen was dazu und ich habe mich natürlich zu Letzteres entschieden. Aber damit ihr alle wisst und auch ich weiß, worum es damals nochmal ging, gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Ich muss mir das heute Morgen wirklich nochmal angucken, weil ich doch nicht mehr weiß, was ich vor anderthalb Jahren da gesagt habe. Weißt du? Nee, vor 2,5 Jahren. Das ist schon länger her. Also gucken wir uns an, was ich im Januar 2017 so erzählt habe. Die Frage zu Beginn des Videos doch direkt einfach mal zu beantworten und nicht lange drum herum zu reden. Nein, ich glaube nicht an Gott und denke dementsprechend auch, dass es keinen Gott gibt. Oder für mich zumindest ist Gott dann halt einfach nur ein Wesen, was sich Leute ausgedacht haben, um bestimmte eventuell unmögliche Dinge halt erklären zu können. Ich finde halt auch generell, dass die Leute, die glauben zwar an Gott, aber letztendlich ist es nicht Gott, der ihnen aus unmöglichen Situationen hilft, sondern es ist der Glaube daran, dass es irgendeinen Gott gibt, der diesen Leuten dann halt die Kraft gibt, irgendwie dann da halt rauszukommen. Weißt du, die glauben dann an Gott und da sie so stark daran glauben, dass es einen Gott gibt, hilft nicht Gott, sondern allein dieser Glaube, diesen Leuten irgendeine besondere Situation zu meistern.
Und zwar werde ich ja einmal kritisiert insofern, als dass ich das Thema glaube ich an Gott oder glaubt der Mensch an Gott ganz falsch angehen würde, wie die meisten Menschen leider. Und ja, ich finde das schwierig, das so zu formulieren. Mal davon abgesehen, und ich glaube, ich habe es damals in dem Video auch gesagt, ich habe keine, stimmt auch nicht, aber ich habe wenig Ahnung von Religion, geschweige denn von Religionswissenschaften, Theologie, also wirklich, wenn man sich da wissenschaftlich mit beschäftigt, dann weiß ich also gar nicht, worum es geht. Aber ja, ich weiß halt nicht, wie man die Frage wissenschaftlich korrekt angehen müsste, um halt da meine Meinung richtig abzugeben, so wie man es machen müsste und wie es die meisten Menschen nicht machen. Aber ich meine, wenn die Mehrheit der Menschen die Frage, glaubst du an Gott, so angeht, wie ich sie angegangen bin, dann kann das, glaube ich, nicht so ganz falsch sein, oder? Also ich meine, wir unterhalten uns auf diesem Kanal sowieso auf sehr schlechtem Niveau, so in Sachen Deutsch und Correctness und so. Das ist ja alles zweitrangig bei mir. Hier geht es darum, ich erzähle das, was mir in den Sinn kommt, worum es geht. Und ich achte hier jetzt nicht auf irgendwelche wissenschaftlichen korrekten Definitionen und Ausdrücke. Das ist auch alles. Hallo, würde ich das machen? Würde sich das keiner von euch angucken, wenn ich hier jetzt glaubst du an Gott, wenn ich dann erstmal wieder Gott definieren würde und die Religion definieren würde und was weiß ich nicht alles, bevor ich dann erstmal zum Punkt komme. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn und ja, von daher bin ich halt das Thema glaubst du an Gott falsch angegangen, aber für mich bin ich das gar nicht so falsch angegangen, denn ansonsten hätte ich das ja von Anfang an anders, wäre ich das ja von Anfang an anders angegangen, also ja, ist so, würde ich sagen. Aber es ging ja auch noch weiter. Jetzt muss ich hier einmal umdrehen mit dem, wo ist das? Hier, mit dem dritten Kommentar. Naja, wenn sich die Menschen nur Gott ausdenken, warum ist dann die Bibel das meistgedruckte Buch der Welt? Also ich meine, irgendein Buch muss ja das meistgedruckte Buch der Welt sein. Und ich glaube, das Ding ist, wie ich in dem Video auch schon gesagt habe, Menschen suchen nach einer Erklärung für irgendwas, sei es für ein Unwetter. Und sie suchen halt nach einer Erklärung und irgendwann finden sie eine Erklärung. Irgendwann gibt es einen, der eine Erklärung findet und sagt, so ist das. Und wenn möglichst viele Menschen diese Idee auch plausibel finden, auch sagen, hey, das stimmt mit mir überein, das finde ich gut, das gefällt mir, dann unterstützen sie diese Idee. Wir können das, wenn wir es auf YouTube runterbrechen, ungefähr uns so vorstellen, als dass irgendeine Person ein Video kommentiert auf YouTube. Und dann kann man diesen Kommentar ja liken. Und je mehr Likes dieser Kommentar bekommt, desto weiter oben wird er halt angezeigt. Und so kann man das halt auch sehen, wenn man jetzt zurückgeht auf die Menschen damals, dass irgendwer in den Kommentaren halt geschrieben hat, hey Gott, ich glaube so oder so und so, Gott ist die Lösung, und dann immer mehr Menschen diesen Kommentar geliked haben, dass dann irgendwann ganz oben angezeigt wird und dementsprechend die Bibel das meistverkaufte Buch der Welt ist. Und ich meine, das möchte ich auch gar nicht bestreiten, und ich bin ja jetzt auch nicht Religion und sage, oh, alles doof. Christentum, weg damit, bah, interessiert mich nicht, will ich nichts mit dem Hut haben, das stimmt ja gar nicht. Ich gehöre ja selbst dem Christentum an und habe da auch nichts gegen und sehe jetzt auch keinen Grund, aus der Kirche auszutreten. Aber trotzdem glaube ich halt nicht, dass es sowas wie ein Gott gibt, sondern Gott halt eher, wie habe ich es damals formuliert, er halt so eine Art Gedankenstütze ist, so eine Gedankenstütze halt. So, das ist voll verwirrend, wenn man jetzt auf einmal mitten in diesem Thema drin sein soll und da 2,5 Jahre lang gar nicht drüber nachgedacht hat, wisst ihr? Aber ich hoffe, ich konnte das einigermaßen plausibel erklären, was ich damals so gemeint habe, und diesen Kommentar auf diese Kritik
Nein, ich weiß nicht, ob es eine Kritik war. Es war ja nur eine andere Ansicht. Also Kritik ist vielleicht an dieser Stelle auch das falsche Wort. Aber dass ich da halt jetzt drauf eingegangen bin, habe ich gemacht, oder? Genau. Jetzt steht hier nur noch... stehen nur noch drei Wörter. Danke und tschüss. Nein, das soll es, glaube ich, dann auch für die heutige Ausgabe gewesen sein. Was ist deine Meinung? Gibt es einen Gott? Gibt es ihn nicht? Schreib es unten in die Kommentare. Oder guck dir nochmal das Video von damals an. Das findest du hier oder hier oder hier irgendwo. Und da siehst du dann halt nochmal das komplette Video. Jetzt habe ich ja nur die Kernaussagen daraus herausgenommen, um die euch möglichst schnell zu präsentieren. Also was haltet ihr davon? Sagt ihr ja toll oder boah, nein oder... Wie fandet ihr generell diese Ausgabe? Sagt ihr, ja, würde ich mir nochmal angucken? Oder sagt ihr, nee, lieber nicht? Oder sagt ihr, hey, ja, würde ich schon machen, aber nur, wenn du das und das und das änderst. Also, falls ihr Ideen habt, was ihr anders machen kann, was ihr besser machen kann, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Und auch, falls ihr Themen habt und sagt, ey, Philipp, mega interessant gerade, Thema Gott, red doch beim nächsten Mal über das und das und über das und das und über das. Also, dann... schreibt das unten in die Kommentare. Ich freue mich immer auf Feedback und Anregungen und Hinweise und Themenvorschläge. Und in diesem Sinne, war es das für die dritte Ausgabe schon von Snook on Air. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht. Zum Schluss machen wir dann doch nochmal das Licht an. Come on, genau so. Und in diesem Sinne, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Endlich geschafft, ey. Lange Arbeitstag. Viertel nach drei schon. 2 Uhr habe ich angefangen.